Nein, es ist zu früh. Die Kabelverbindung. Was ist denn das für ein Sturm? Oh, verdammt! Komm schon, komm schon! Großer Gott! Scheiße! Was ist das für ein Lärm? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Der Fluxkompensator! Raus hier! Raus hier! Raus hier! Nein! Das ist so. Herr Bergmann! Ja. Was ist hier passiert? Das ist Ihr Haus, Ihr Redaktionsgebäude, das ist ja alles gesprengt, zerstört, brennt. Wovon? Erklären Sie sich! Wovon reden Sie? Wer sind Sie? Herr Bergmann, es ist. Wer bin ich? Es ist sicherlich nicht. Also, die Stadt geht vor die Hunde, aber. Jetzt ist nicht die Zeit, um Scherze zu treiben. Hören Sie, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich weiß nur, dass. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass alles explodiert ist. Und jetzt bin ich hier und. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Herr Zone, Ihr Anwalt, wir wollten was ändern in dieser Stadt. Wofür brauche ich einen Anwalt? Moment, sagt Ihnen der Spielemeister was? Nein. Herr Verzögerung. Nie gehört. Herrn LP. Hören Sie, ich weiß gar nichts. Ich. Diese Stadt, alles. Der Mauderdismus, die Mauderzei, ihre Verfolgung, ihre. Hören Sie zu, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass es. Alles explodiert ist und ich mir alles wehtut und mein Kopf dröhnt und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer Sie sind und ich habe die Namen nie gehört, die Sie gerade erwähnt haben und ich will einfach nur schlafen. Das kann doch nicht. Haben Sie schon die Städte hier untersucht? Ist irgendwas erhalten geblieben? Irgendwas, was Sie vermutlich an irgendwas erinnert oder. Hören Sie mal, mir ist gerade der ganze Laden hier um die Luft geflogen und ich hab, was weiß ich denn, ich bin einfach nur froh, dass ich noch lebe. Was ist denn das, hier geht's doch noch runter. Ich weiß es nicht, passen Sie auf, ich... Also ich war ja nicht oft in Ihrer Redaktion, aber an das hier meine ich mich gar nicht zu erinnern. Das scheint zumindest noch intakt. Kommen Sie jetzt mal mit, vielleicht erinnern Sie sich an irgendwas. Sind Sie sicher, dass es da unten nicht gefährlich ist? Das ist alles in Ordnung, hier ist alles intakt. Das sieht auch nicht einsturzgefährdet aus. Ja, das knarzt hier aber ganz schön. Ja, aber bleiben Sie einfach mal hinter mir und wir. Entschuldigen Sie mich kurz, hier ist es ziemlich staubig. Ich packe meinen Anzug kurz weg. So. Okay. Der war ziemlich teuer und ich habe den erst seit kurzem. Also. Was. Was soll das? Was ist das? Ich weiß es nicht.
wie sie wissen das nicht. Hier steht irgend so eine riesige Apparatur herum und mitten unter ihrem... DeLorean? DeLorean? Ich weiß es nicht. Ist das eine neue Salbe oder DeLorean? Ich bin einfach nur verwirrt. Ja, zu Recht, denn ich bin jetzt auch... Sie sind hier so zielstrebig hingegangen. Sie müssen doch wissen, was das ist. Sie wollten hier runter. Ich habe einfach nur mich umgeschaut. Ihre ganze Bude ist explodiert. Sie erinnern sich plötzlich an nichts mehr. Und hier unten steht so eine neumodische Pferdekutsche inklusive Ofen oder was auch immer das darstellen. Wissen Sie noch, mit wem Sie in letzter Zeit gesprochen haben? Zumindest irgendwas. Ich weiß gar nichts mehr. Nein. Wissen wirklich gar nichts mehr, Herr Bergmann? Wieso betonen Sie das so? Sie wissen gar nichts mehr. Nein. Nochmal, wenn ich Spielemeister sage, dann klingelt bei Ihnen gar nichts. Nein, ich weiß es nicht. Wenn ich von Prüfungen spreche, klingelt bei Ihnen gar nichts. Nein, nichts. Dann kommen Sie mal mit. Herr Bergmann, kommen Sie einfach mal mit. Wir kümmern uns darum. Das wird alles wieder gut.